Okay, schauen wir mal. Hallo Jens Hardcore, wie geht's? Machst richtig geile Resident Evil Videos. Cool, freut mich, dass die dir gefallen. Ja, freut mich. Kämpfen wir gegen den Griffin, würde ich sagen. Level 8 Griffin. Könnte echt hart werden. Aber hilft jetzt nichts. Das muss jetzt einfach. Das muss jetzt einfach hinhauen. Auch wenn es hart wird. Also, eröffnen wir gleich mal mit zwei kritischen Supertreffern. Das ist schon mal gut. Dann können wir die noch spielen. Die müssen wir abwerfen. Zack. Und jetzt spiele ich eine defensive Karte, die uns 90% Ausweichwahrscheinlichkeit gibt. Moment mal. Warte mal. Gain 90% Dodge and Critical Chance. Oh, bin ich blöd. Ich soll die Fähigkeit früher aktivieren. Die gibt mir nämlich nicht nur 90% Ausweichen, sondern auch 90% kritische Trefferchance. Verdammt. Ah. An den Gürtel damit, mit den Ohren. Naja. Wer hat so eine Kette aus Ohren? Irgendein Charakter aus irgendeinem Film sammelt doch Ohren an der Kette, oder? Von seinen Opfern. Kann mich nicht mehr erinnern. Gibt es wahrscheinlich sogar mehrere, wenn ich so drüber nachdenke, oder? Aber auf jeden Fall gibt es sowas. Ja, was für eine Combo. Das war cool. Ein Retaliate. Keine Rüstung mehr. Ich nehme lieber mal noch die Ausweichfähigkeit von unserem Druiden, Mönch, Freund. Schauen wir mal. Wir haben zwei Retaliate-Karten, das ist gut. Zwei Angriffe konnten wir kontern. Den dritten ausweichen, den vierten ausweichen. Perfekt. Perfekte Runde. Was will man mehr? Kritischer Treffer. Normaler Treffer. Zusatztreffer. Und mehr, ach komm schon, die letzten 3 HP. Ja, nee, dafür, nee, da heben, nee, heben wir, nee, es passt schon. Heben wir uns das lieber auf. Nein, jetzt heilt er sich nochmal. Ich hasse ihn. Bam! Kritischer Supertrefferpfeil oder so. Und besiegt. Das war nicht so leicht. Die Mumen aus The Witcher 3. Ah ja, die machen das auch. Macht das nicht auch aus Machete? Machete Kills? Oder wie der heißt, der Böse? Oder der andere, wo die eine Frau dieses Maschinengewehrbein kriegt, wo aber auch der Machete-Schauspieler mitspielt. Also irgend so einem von dieser Art von trashigen, coolen Actionfilmen ist das so, auf jeden Fall, irgendwo. So, 6 Schaden, 5% Chance auf kritische Treffer und plus 0,25 Twitch Multiplier. Bessere kritische Treffer durch die Spitze da. Nee, 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 nee. Da werfen wir lieber eine Angriffskarte aus unserem Deck. Oder die da. Die ist komplett nutzlos. Die nervt. Die werfen wir raus. Okay. Schatz. Bei Fallout New Vegas muss man auch mal Ohren. Ja, genau, stimmt. Die Finger. Man sammelt, glaube ich, entweder von den Guten die Ohren oder von dem Bösen die Fingern oder sowas in der Art. Für die Kopfgeldjagd-Dinger. Wir suchen. Ah ja. Na gut, dann nehmen wir die Karte in unser Deck auf. Plus 5% kritische Trefferchance. Ist ja grundsätzlich nicht schlecht, aber darauf habe ich jetzt. Ich habe jetzt unseren Charakter relativ defensiv mit seinem Deck geskillt. Wenn wir jetzt grundsätzlich schon eine relativ hohe kritische Trefferchance hätten, dann 5 cool, aber so. Naja. Oh, ey, Fraps Kino, sehe ich jetzt erst. Danke fürs Followen. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht mitbekommen habe. Ui, dankeschön. Karte upgraden oder mehr Aktionspunkte? Karte upgraden ist natürlich verlockend, aber mehr Aktionspunkte ist aktuell noch vernünftiger. Nehmen wir einmal noch mehr Aktionspunkte. Ab dann können wir uns wieder auf stärkere Karten spezialisieren, würde ich sagen. Okay, man kriegt sofort 10 Mana, aber alle Gegner kriegen 2 Retaliate-Karten. Das sind die Karten, die wir gerade, die wir gerade so farmen. Unsere Gegenschlagkarten. Level 6 Troll.
Und Crusader, danke schon. Danke schön, nicht schon. Aber ich danke schon schön für die Bits. Da kugeln die ins Glas. Als würde sie das der Hahn auspupien. So sieht das aus, ein bisschen. Troll Level 6, los geht's. Here we go. Na gut, Retaliate-Karten, ich verlasse mich auf euch. Gut. Gut. Nicht gut. Nicht gut. Autsch, aber passt schon. Okay, wir können jetzt echt auch schon ziemlich viel Dodge zusammenkriegen. Ziemlich cool. Ziemlich defensiver Ausweicher. Ein schneller Ausweichkerl, der jetzt auch neuerdings ganz gut ist mit kritischen Treffern. Ich nehme trotzdem ein bisschen Block, vorsichtshalber. Machen wir ein bisschen defensiv jetzt. 7 Block, über 50% Ausweichchance und eine Retaliate-Karte auf der Hand. Das muss doch helfen. Abgewehrt, nicht abgewehrt, nicht abgewehrt. Na super. Hat überhaupt nichts gebracht. Yeah! Here it goes. Na komm, jetzt hier. Brutzel ihn weg. Magische Begleiterin. Für was haben wir sie denn dabei? Level 7 Vampirfledermaus. Okay. Alright, you know what to do. Das Deck nehmen wir, die Starthand nehmen wir. Warum spiele ich? Ich bin immer so blöd, ey. Ich sollte die echt als erstes spielen. Dann würde ich mehr Schaden damit machen. Manchmal vergesse ich es leider einfach. Sehr gut, wir haben sie zweimal vom Blutsaugen abgehalten und sind ausgewichen einmal. Ich sehe schon, das könnte was werden mit dem Helden, wenn wir das Defensive noch mehr boosten. Mehr ausweichen, mehr ne und dann, yeah, das wär's. Pew pew. Schade, wir kriegen den leider nicht ganz tot. Deswegen nehme ich jetzt Block lieber statt Schaden mit der Karte. Damit wir vielleicht wenigstens möglichst wenig Schaden kriegen. Ah, sehr viel hat sie nicht gebracht, aber gut. Jetzt fliegt sie auch noch. Ah, trotzdem. Getroffen. Gut. So, Undead, Undead Rogue ist nervig. Nehmen wir die Level 8 Tigress mal. Tigress ist auch gefährlich. Die darf als erste anfangen, dann ist es gut, dass wir eine Retaliate-Karte auf der Hand haben, würde ich sagen. Moment, die darf gar nicht als erste anfangen? Ach, wahrscheinlich, wenn wir ein Ranger sind, der darf immer als erster anfangen. Yeah! Aber dann hätte ich ein anderes eine Starthand genommen, dann hätte ich nochmal neu gezogen. Aber naja. Ah, Mist, die hat gerade unseren Angriff gekontert. Ich nehme mal seine zweimal Ausweichfähigkeit, vorsichtshalber. Ausgewichen, geblockt. Ausgewichen, ausgewichen. Sehr gut. Okay. Kritische Trefferchance erhöht von ihr. Wir können blocken, wir können nochmal blocken. Und sie hat sich geheilt oder so, glaube ich. Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall gut gelaufen, die Runde. Na, komm schon. Ah, wegen 7 Schaden. Wegen 6, meine ich. Ja, komm. Hier, Abstaub. Pew. Das war ein guter Kampf. Wir sind nämlich besser geheilt rausgekommen, als wir reingegangen sind. Ist der Troll zu doll, bekommt er die Hucke voll. Ganz genau. So war's. Na gut, Undead Rogue. Ach, Quatsch, Rogues dürfen wir gar nicht als erstes anfangen. Ist ja eh ein Quatsch. Hätten wir auch vorher nehmen können, aber ist ja wurscht. So. Naja. War eine komische erste Hand, die wir da gespielt haben. Aber wenigstens haben wir zwei Abwehrkarten auf der Hand. Hey, Gemeinheit. Ah, der spielt so viel Support-Karten. Bei Support-Karten helfen unsere Retaliate-Karten leider nichts.
Bei denen aber schon. Das ist gut. Puh, und wir sind ausgewichen ganz gut. Perfekt. Kaputschko, und wir sind Level 10. Sehr gut. Wir können jetzt 5 Karten gleichzeitig auf der Hand halten. Das ist super. Das können wir echt brauchen. Aber jetzt sind auch nur noch Level 9 Gegner übrig. Oh, fangen wir mal mit der Spinne an. Ich finde, eine Spinne klingt am ungefährlichsten. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Dann mache ich das hier so. Bla bla. Ja, okay. Gut. Passt schon. Na gut, er hat uns ein bisschen vergiftet, aber sonst nichts, nicht so schlimm. Dafür ist er jetzt tot. Alles okay. Okay, ein Zentaure auf Level 9. Zentauren sind so blöde Tanks, ey. Die können echt ziemlich krass sein. Wie viel waren es? Über 250 HP oder so von Anfang an. Das ist schon echt viel. Attack oder Block? Block, 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 Block. Wir müssen uns ein bisschen einbunkern bei dem. Warte mal, wir haben noch ein Monster, bevor der Boss kommt, oder? Dann sollte ich jetzt die Fähigkeiten von denen nicht benutzen, wenn ich mir die für den Boss aufheben will. Und damit wir eine Chance gegen den Boss haben, will ich mir die aufheben. Deswegen lieber versuchen, ohne unsere Begleiterfähigkeiten den Kampf zu gewinnen. 2 Angriffe konnten wir ausweichen. Kontern, einem sind wir ausgewichen. Perfekt. Abgewehrt. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Ausgewichen. Okay, gut. Ich überlege fast, ob wir den Super-Schadenskarte nicht aufheben sollen für die nächste Runde. Damit wir gleich als erste kritischen Schaden verursachen können. Und ich glaube, das machen wir auch. Die hebe ich mir auf. Diesmal sind wir relativ ungeschützt, leider. Die Runde werden wir jetzt ganz schön was abkriegen. War auch so. Aber dafür können wir jetzt ganz gut kontern. Naja. Zumindest können wir uns eine gute, sehr gute Verteidigung aufbauen. Ah ja, ein bisschen. Oh, wir kriegen ihn tot vielleicht. Nein, kriegen wir nicht ganz, ne? Ah, knapp. Dann lieber noch ein bisschen mehr in Defensive investieren. Eine Runde müssen wir noch durchhalten jetzt. Ah, sehr gut. Wir sind die meisten Angriffen ausgewichen. Und jetzt ist er fällig. Er hat sich ausgezentaurisiert. Knackt Ramses den Zentauren, mache ich 100 Cheers locker. Yay! Hiermit geschehen. Okay, Rhino Champion. Dankeschön, Fallen Crusader. Der Rhino Champion wird jetzt auch nochmal eine echte Herausforderung. Dafür gibt es aber dann nochmal ein Level Up, bevor wir zum Vampir Lord kommen. Aber das wird hart jetzt. Das wird richtig hart. So ein Rhino Champion ist übel. Ich hoffe, dass wir den hinkriegen. Zur Not benutze ich unsere Begleiterfähigkeiten. Eine Runde überleben wir hoffentlich, oder? Rhino Champion, du machst jetzt bitte keine 57 Schaden, wenn es geht. Einmal abgewehrt. Getroffen für 2 Schaden, 6 Schaden. Ah, und nochmal 2 und nochmal 6. Aber er hat uns nur mit ganz viel kleinen spitzen Nadeln gepiekst. Er hat keinen einzigen super krassen Angriff gemacht. Dafür viele kleine. Wir können jetzt ein paar klassere Angriffe machen. Aber jetzt werde ich hier wirklich mal ein bisschen Block uns geben, damit wir die nächste Runde auch noch gut überstehen. Kein Schaden. 7 Schaden. Abgewehrt. 17 Schaden. Oh, jetzt wird's eng. Nein, jetzt kann ich nicht mehr rumspielen hier. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Try.
Ich muss jetzt einfach raushauen, was wir haben, damit wir noch irgendwie überleben die nächste Runde. Schauen wir mal. Ausgewichen. Abgewehrt. Ausgewichen. Ausgewichen. Okay, immerhin. Immerhin. Kritischer Treffer. Kritischer Treffer. Doch, ich wollte gerade sagen, wir schaffen ihn nicht, aber ich glaube, wir schaffen es. Nein, er hat noch 2 HP und ich kann nichts mehr machen. Ah, wegen 2 HP. Nein, hau ab jetzt. Ausgewichen, ausgewichen. Ah. Wir leben noch. Wir leben noch. Oh Gott, Ramsi, mach's doch nicht immer so spannend. Unsere Begleiterfähigkeiten mussten wir zwar benutzen, leider. Aber wenigstens ein Level up und wir haben überlebt. Also, ja, was will man mehr? Diese Hidden Card wäre schon nicht schlecht, aber nee. Eigentlich brauchen wir die nicht in unserem Deck. Wir nehmen jetzt 2 AP für die Starthand, also von Anfang an mehr Aktionspunkte. Und so wird das Rhino zum Einhörnchen. Ich gehe nochmal zum Händler. Wir hauen jetzt unser restliches Geld, das wir haben, nochmal für ein Upgrade raus. Ja. Raiden wir nochmal eine Karte ab. Und zwar die hier, weil die könnte auch unter Umständen mächtig werden mal. Auf jeden Fall. Ja, und jetzt hilft's nichts mehr. Jetzt heißt's auf zum Vampire Lord. Das wird... Ah, oh, das wird... Ich... Also... Das wird knapp. Gott, war das knapp. Nochmal 100. Danke, Fallen Crusader. Kleinhörnchen. Ja, genau. Der Vampire Lord wird jetzt krass. Ich glaube fast, ehrlich gesagt, das wird... Aber wir werden es auf jeden Fall natürlich versuchen. Gar keine Frage. Wir tun, was wir können. Ich hoffe, wir können viele von seinen Angriffen wenigstens abwehren. Also das war jetzt schon mal eine gute Runde. Wir haben dem echt viel Schaden gemacht. Und er uns bis jetzt noch nicht so super viel. Aber schon eigentlich nicht wenig. Ja, es ist schon krass. Na, eine Runde noch überleben, dann könnten wir vielleicht gewinnen. Je nachdem, was wir dann auf der Hand haben und wie gut es läuft. Er hat uns Mana gestohlen. Das ist nicht schlimm. Er fliegt. Das ist nervig. Und er hört einfach nicht auf, Karten zu spielen. Okay. Ah, oh, shit, ey. Ah, das ist nicht gut. Er hat uns Karten geklaut. Fliegt rum. Wie so ein Idiot. Echt nicht gut. Nein, daneben. Ah, das wäre es jetzt gewesen. Er ist der Karte leider ausgewichen. Das wäre unsere Chance gewesen. So sehe ich jetzt leider, ehrlich gesagt, ziemlich schwarz gerade. Ausgewichen. 0 Schaden. 5 Schaden. 7 Schaden. Ausgewichen. Nein, wir sind verblutet. Ich dachte schon, wir schaffen es. Ich dachte schon, wir schaffen es. Wirklich, wir hätten es fast geschafft. Die Angriffe waren überlebt. Der Gegner hatte nur noch 16 HP. Das wäre es gewesen. Aber wir waren zu vergiftet und haben zu viel Blutungsschaden bekommen. Und als unsere Runde dann begonnen hätte, sind wir quasi daran gestorben. Super knapp. Beinahe hätten wir zum ersten Mal den zweiten Boss aus dem zweiten Dungeon besiegt. Ah, so knapp. Echt schade. Aber Ramsi der Zweite hat viel Fame gesammelt und viel Ausrüstung und hat den nächsten Helden schon mal echt weitergebracht. Ab auf den Grill. Ab zum Grill. Ja. Du kannst dir das, was du auf deinem Weg erlegt hast, mitnehmen und dann in der Hölle grillen. Verbessern wir mal unsere Helden vielleicht wieder ein bisschen. Ich würde fast sagen, obwohl,
Ziehen wir das durch, dass wir erst unsere Begleiter upgraden. Okay. Wieder die Frage. Nein, das zählt nicht mit der Tron und Felix. Nein, nein, nein. So nicht. Wir müssen uns neue Regeln ausdenken, glaube ich. Sonst schreibt schon jeder seine Klasse, während ich noch mitten im Match bin oder sowas. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Ich schreibe in dem Chat irgendwas und zwar, ich schreibe los. Das zählt jetzt noch nicht das erste Los, das zweite Los. Wenn ich los in den Chat schreibe, wer dann als erstes seine Klasse postet, den nehmen wir dann. Also ich lese nochmal vor. Drache, Dieb, Waldläufer, Ritter, Barbar, Kleriker, Zauberer oder Händler. Achtung, ich schreibe los. Das ist ein bisschen zeitversetzt. Achtet also nicht drauf, was ich sage, sondern auf den Chat. Und los! Ja, Ramsi war schon wieder der Erste. Zum dritten Mal. Ramsi hat es wieder geschafft. Der Ritter. Das war knapp. Aber so machen wir es in Zukunft. Das ist gut. Ramsi, der Ritter. Ramsi, der rostige Ritter. Einmal randomisen. Ramsi 3. Das klingt immer wie so ein Filmtitel, wie Rocky 3. Ramsi 3. Die Rückkehr. Eigentlich ich, aber das wird wie Wiederholung nicht gesendet. Ach so, das ist doof. Aber da kann ich nichts machen. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich wusste gar nicht, dass Twitch da so ein Filter hat. Dass man mehrere. Also, naja, ihr wisst schon. Wusste ich gar nicht. Die Monster Slayer Gilde. Ist in jede Ecke des Imperiums vorgedrungen. Und die Gilde hat viele Geheimnisse in den Tiefen entdeckt. Viele uralte Steintablets mit Gravuren, mit mysteriösen Glyphen wurden gefunden während der Expeditionen. Und Kopien von Inskriptionen, die in der Gildenbücherei aufbewahrt werden. Der Gildenmeister glaubt, dass noch einige andere Tablets irgendwo im nördlichen Tal gefunden werden können und hat dich losgeschickt, um die Sache zu untersuchen. Okay, Ritter Ramsi der Dritte. Haben wir noch einen Punkt zur Verfügung? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Dann werden wir jetzt den Baden noch weiter boosten. Boosten wir den Baden. Bam. Okay, schauen wir erstmal ins Inventar. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile echt schon einige interessante Ausrüstungsgegenstände hier angesammelt. Ich schätze mal, der Ritter kann auf jeden Fall gleich mal den Hammer hier nehmen. Der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann können wir seine Standardkeule gleich mal verkaufen. Die Axt, nicht den Hammer. Armor, bla bla. Die Rüstung ist einfach unverzichtbar, finde ich. Ja, nehmen wir mal die Goldschuhe. Ein bisschen mehr Gold verdienen, schadet ja nicht. Ich glaube, die Kapuze kann ich ehrlich gesagt verkaufen. Die brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Mana wird der Ritter wahrscheinlich eher nicht brauchen. Melee Damage wäre natürlich schon nicht schlecht. Vielleicht für den Anfang mal die Stiefel. Ich meine, vielleicht kriegen wir doch irgendeine mächtige Zauberkarte oder so. Und dann passt's auch. Okay, gehen wir in die Dead Forest, würde ich sagen. Die Trilogie, genau. Los geht's. Exercise caution, my friend.
Let's do this. Und als Companion nehmen wir den Baden mit, glaube ich, wieder. Der Bade ist cool. Der Bade ist nützlich. Legen wir uns mal mit einer Level 1 Falle an. I'll cut them down. Ich sollte mir nachher, nach dem Kampf, schauen wir uns mal das Deck des Ritters an, was wir eigentlich für Karten haben, damit ich so ein bisschen eine Strategie gleich mir überlegen kann. Block die nächsten 2 Schadenspunkte. Ach so, ach ja, das ist eigentlich ganz nett, diese Defense-Karte. Da kriegt man 2 Block, das ist zwar echt nicht viel, aber immerhin, und man darf eine neue Karte ziehen und die Karte ist kostenlos. Also ganz viel von diesen Blockkarten im Deck haben, die man einfach kostenlos raushaut, ist auf jeden Fall schon mal sinnvoll. Kann man machen. Warum nicht? Da. Ich habe das Gefühl, der Ritter hat ganz ähnliche Karten wie... Welche Klasse hatten wir vorher? Der Ranger. Wirklich? Kann das sein? Schauen wir mal. Also, die beiden blöden Pfotenkarten, die ich immer ein bisschen doof finde, aber die schon nützlich auch sind, wo man sich mal aussuchen muss, ob man Schaden machen will oder AP kriegt oder so. 2 Defense-Karten, die sind interessant. Diese Charge-Up-Karte, die ich komischerweise mit meinem Cursor gerade nicht wählen kann. Irgendwas ist da verbuggt, aber meinetwegen. Irgendwas stimmt da wirklich nicht. Mein Cursor springt wie blöd von Karte zu Karte. Der überspringt irgendwie ganz viele Karten, die ich gerade nicht wählen kann, aus irgendeinem Grund. Aber ist egal. Auf jeden Fall grundsätzlich wirklich ähnlich. Irgendwie. Ich erkenne auch nicht wirklich ein Schema. Er hat ein paar offensive Karten, ein paar defensive Karten. Aber jetzt nichts, wo ich sage, ja, das macht der Ritter. Außer vielleicht eben diese Ritterkarten. Pommel, das ist eine coole Karte. Macht nur 4 Schaden, nicht besonders viel. Aber der Gegner muss eine zufällige Karte aus seiner Hand abwerfen. Also viele Pummelkarten in seiner Hand haben, macht auch ziemlich viel Sinn, weil der nächste Zug des Gegners deswegen quasi ziemlich kaputt gemacht wird. Ich werde jetzt mal diese Defense-Karte upgraden, weil ich sehen will, ob die kostenlos bleiben oder ob die APs verbrauchen, wenn man die hochlevelt. Hauptsächlich deswegen. Ja, leider werden die teurer. Schade. Trotzdem immer noch coole Karten. Okay, gehen wir mal zum Händler. Nicht, weil ich was kaufen will, wir sind momentan noch ziemlich pleite, sondern weil ich gehofft habe, dass wir da unten noch einen Gegner finden, der nicht Level 4 ist. Was nämlich ziemlich krass ist. I will lead them to their fate. Pummel! Und schon hat er nur noch 2 Karten auf der Hand. Das ist ganz nett. Ah, ich hätte ihn jetzt auch fertig machen können. Warum nehme ich den Block? Naja. Auch wurscht. Zum Glück sind die Anfangskämpfe noch relativ harmlos. Gerade wo unsere Helden jetzt schon mit der Ausrüstung der vorherigen Helden starten dürfen, ist das ganz cool. Wird die Karte noch teurer? Ja, die kostet dann 2 AP. Ah, schade. Die darf ich im Grunde nicht upgraden. Wenn wir davon noch mehr kriegen, werde ich die nicht mehr upgraden, die Karten. Glaube ich. I'll heal as I will. Knapp. Beinahe hätten wir den in der ersten Runde gleich besiegen können. Schade. Hat nicht ganz funktioniert. Aber wir haben genug Block, dass wir jeden Schaden, den der austeilt, gemütlich wegblocken können. Und jetzt Pummel! Und er ist tot. Pummel ist eine tolle Karte. Foolworm. Was hat denn Foolworm für uns? Der kann eine Karte kopieren. Ich würde am liebsten eigentlich Pummel kopieren. Kopieren wir Pummel. Hauen wir den Gegnern die Karten aus den Händen. Dann können sie nichts mehr machen. Darauf könnten wir mal schauen, ob wir noch mehr solche Karten kriegen. Da könnte man sich fast drauf spezialisieren. Alle Gegner starten mit 10% weniger HP. Dafür kriegen sie 2 zufällige Elementarkarten. Ah, das könnte... 10% weniger HP ist nicht so viel. Und dafür kriegen die 2 unter Umständen mächtige Karten in ihr Deck alle. Das gefällt mir nicht. Machen wir lieber nicht. Ist mir zu unsicher. Gehen wir lieber mal zu dem wilden Löwen auf Level 2 und verhauen den. Hoffentlich. Spirits guide me. Okay, alles nicht so schlimm. Jetzt können wir 2-mal Pummel spielen. Jetzt hat er nur noch 1 Karte auf der Hand nächste Runde. Das ist schon cool eigentlich.
Und jetzt... Finish him! Eine Stufe 2 Falle. Everyone be careful. Hummel! Spirits guide me. Ich darf nur eine Karte spielen, die wir blocken können. Ah, das ist cool. Ja, ja, das ist echt cool. Den Gegner schwächen quasi, den Gegner die Karten aus der Hand holen und selber ein bisschen blocken und so. Das könnte eine coole Strategie sein. Mal schauen, was wir noch so an Karten kriegen. 12 Schaden verursachen und den Gegner vergiften für 2. Oder sich selbst heilen. Ich meine, das Gute an diesen Heilkarten ist, wenn ich die nicht brauche und einfach ablege, darf ich eine neue Karte ziehen. Und wenn ich sie brauche, benutze ich sie. Insofern stören die nicht, wenn man sie nicht braucht, wenn man sie einfach sofort austauschen kann, instant, mit einer anderen Karte. Insofern würde ich die jetzt fast nehmen. Oder Gift, Giftschlag. Wollen wir diesen Gift? Wir haben echt wenig offensive Karten in unserem Deck eigentlich. Okay, ich nehme sie mit. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee war. Ehrlich gesagt. Ein neuer Händler entdeckt. Ein Captain. Erhöhe mal unsere Giftkarte, damit die wenigstens, wenn schon, denn schon, damit die wenigstens richtig Sinn macht. Ein Schatz. Ah ja, noch so eine Defend-Karte. Warum nicht? Wie gesagt, die werde ich wahrscheinlich gar nicht upgraden, weil dann ist es eine kostenlose Karte, die einem 2 Rüstung gibt und fertig. Passt. So, einmal gepummelt. Das heißt, er hat nur 2 Karten auf der Hand. Cool. Oh, Giftkarte. Die ist jetzt gerade am Anfang natürlich echt mächtig. 20 Schaden und dann noch vergiften. Eigentlich schon cool. Untoter Ritter. Ritter gegen untoten Ritter. Kritischer Angriff. Und normale Angriffe. Das war eine ziemlich langweilige erste Runde. Da haben wir nicht die besten Karten gezogen aus unserem Deck. Da. Level up. Nimm noch eine Defend-Karte. Nehmen wir ganz viel von diesen Defend-Karten. Ich finde das irgendwie ganz cool. Solange kein Boss kommt, der enough hat, ist das eigentlich echt cool. Ah, hallo. Wie geht's? Ja. Pummel und Pummels. Ich will ganz viel Pummelkarten. Ich hoffe, wir kriegen noch ein paar Pummelkarten zusammen. Finde ich nämlich richtig cool eigentlich. Na schau, jetzt haben wir doch unsere ganzen Defend-Karten mal schnell 19 Rüstung zusammengekriegt. Das ist echt nicht wenig. Das ist echt ziemlich cool. Wow, und der hat uns auf einen einzigen Zauber unsere ganze Rüstung weggezaubert. Gut, dass wir die 19 Rüstung hatten. Verdammt. Jetzt aber weg mit dem. Vampir-Fledermaus auf Level 3. Die schaffen wir. Die hat nur 2 Karten auf der Hand. Sehr schön. Ey, Ramsi, 100 Bits. Oh, da geht das Glas über. Dankeschön. You win. Ah, Zentaure. Fight as you would. I'll heal as I will. Na gut, nicht so schlimm. Wir waren zwar komplett ohne Verteidigung, aber der hat nicht viel Schaden rausgehaut. Die Zentauren sind, glaube ich, eher so Tanks, so ein bisschen. Langsame Zermürber. Er dürfte uns aber ein Level up bescheren, deswegen ist es egal, wie viel Schaden wir kriegen, solange wir ihn letztendlich besiegen. Und das habe ich vor. Kap
Blammo! Blade and I feel like one. Jo, 4 Karten auf die Hand nehmen ist gut. Machen wir noch den untoten Magier. Die Erfahrungspunkte nehmen wir noch mit und dann geht's auf zum Boss. Darf ich nachfüllen, der Herr? Ja, mag das. Und Crusader, dankeschön. Da purzeln sie wieder rein. Die 50 kleinen einzelnen Bits. Sind das wirklich 50 eigentlich? Müsste man mal zählen. Könnte schon sein, wahrscheinlich. Kommt schon hin. Da kommen sie. Haha. Es wäre cool, wenn die irgendwie unten noch liegen bleiben würden. Ich hätte hier unten, wo ich bin, gern noch ein Gefäß, wo die Runtergefallenen gesammelt werden. Oder irgendwie sowas. Pummel!